sind Tore wie diese, die Stürmer Dennis Rebeni für den SC Paderborn 07 unverzichtbar machen. Ja, ich konnte es mir auch nur im Fernsehen 3-4 Mal nochmal anschauen. Ja, es war ein guter Ballgewinn von uns relativ früh im Spiel. Und der Trainer hat wirklich vorher in einer Videobesprechung angesprochen, guck mal auf den Tor, wenn ihr einen frühen Ballgewinn habt, der steht echt oft weit draußen. Habe ich einmal kurz hochgeguckt, Torwart stand nicht im Tor. Ball gut getroffen, schönes Tor und war, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Tor da in dem Spiel, gerade gegen Hamburg, ja. Ein Doppelpack und 3 Punkte aus Hamburg, ein besseres Wochenende kann man sich kaum vorstellen. Vor allem nach einem kleinen Formtief, das perfekte Comeback. Jetzt seit dem Sommer war so ein, ja, kannst du ruhig so sagen, also war ein kleiner Knick auch in der Karriere, weil ich glaube, alle Fans, alle Verantwortlichen, ich selber, haben uns das ganz anders vorgestellt, dass es vielleicht so weiterläuft. Aber ich glaube, es hat jeder Stürmer irgendwann mal in seiner Karriere, dass er ja, das Tor kurzzeitig nicht mehr trifft. Und ich glaube jetzt auch so, dass der Trainer mich so ein bisschen weiter ins Mittelfeld befördert hat. Und trotzdem viele von Dennis Rebeni nur Tore, Tore, Tore erwarten. Aber ich glaube jetzt, dass ich einen anderen Standpunkt auch in der Mannschaft habe, dass ja, ich vielleicht auch für andere Dinge wichtig bin. Und das versuche ich jetzt. Ja, in der Rückrunde ist ja schon besser gelaufen, wo ich immer noch Verbesserungspotenzial habe. Das weiß ich selber. Aber ja, es geht, glaube ich, eher bergauf. Und das ist so, woran ich mich jetzt halte. Groß geworden in Berlin hat der 28-Jährige den Grundstein seiner Karriere auf dem Bolzplatz gelegt. Von Berlin-Wedding ging es für Dennis über Hansa Rostock und Dynamo Berlin 2017 zum ersten Mal nach Paderborn. Die Bilanz: 9 Tore und 8 Vorlagen in 15 Spielen, ein wichtiger Beitrag zum Aufstieg in die zweite Liga. Das ist so eine Zeit, wo ich mich sehr gerne zurückerinnere, weil ich glaube, das war meine erfolgreichste Halbserie, die ich bis jetzt gespielt habe. Aber ich würde mich, glaube ich, an Hansa Rostock gegen meinen Ex-Verein dann erinnern, wo ich in der letzten Minute so das 2-1 geschossen habe, wie das Stadion da getobt hat. Das wäre so das Spiel, was mir, glaube ich, für immer in Erinnerung bleibt. Und die Leistung blieb nicht unbemerkt. Schnell kam der Anruf aus England mit der Anfrage von Norwich City. Da musste ich erst meinen Berater fragen, ob das ein blöder Scherz ist oder ob das wirklich stimmt. Ja, und dann ging es dann auch in der Zeit relativ schnell. Ich glaube, in 1,5 Wochen musste ich mich dann entscheiden. Und ja, für einen Fußballer, glaube ich, immer ein Traum und auch schwer, Nein zu sagen. Ich glaube, dass man dort oder dass ich dort auf jeden Fall reifer wurde. Es waren, wie gesagt, nach einem halben Jahr in Paderborn dann der nächste Umzug, denn in ein komplett fremdes Land eigentlich. Klar, die Sprache kennt man noch aus der Schule, aber das erstmal aufzufrischen und ja, eine andere Kultur kennenzulernen, das hat mir extrem geholfen, auch in der jetzigen Zeit auch. Mit der Erfahrung im Gepäck zurück beim SCP 07 ist Dennis seit 2020 wieder an der Pader. Und auch in der neuen Saison kann der Verein auf ihn zählen, auf den Mann mit der Nummer 18. Versuche jede Saison sollte besser sein als die davor, weil ich glaube, jetzt wir uns auch ja, in der zweiten Liga etabliert haben als Verein. Es ist immer die Möglichkeit, trotzdem oben mitzuspielen. Und deswegen, ich glaube, da wo wir jetzt sind, da gehören wir auch vollkommen hin. Und da, ich glaube, damit sind alle zufrieden. Und fürs nächste Jahr ist einfach mein Anspruch, ja, mindestens noch mal so eine genauso gute Saison zu spielen wie diese jetzt. Und das nächste Highlight lässt nicht lange auf sich warten. Die Vorfreude ist groß aufs Trainingslager in den USA. Für mich ist es einfach nur geil, wo ich davon erfahren habe. Ich liebe Amerika, freue mich einfach drauf. Ich glaube, wir werden eine geile Zeit haben zusammen, weil so ein Trainingslager schweißt halt auch trotzdem echt eine Mannschaft richtig zusammen. Werden wir 1-2 auch Spaßtage verbringen, hoffentlich. Und der Rest wird ja mit den neuen Spielern das Kennenlernen stattfinden. Und ich glaube, jeder in Paderborn freut sich drauf. Und schauen wir mal, ne? Und wir schauen mal, wie es weitergeht in der neuen Saison für Dennis Rebeni beim SC Paderborn 07.